Heute zeige ich euch, wie man die rosane Rose hier macht. Ist mein erstes Video. Ich hoffe, ich mache nicht zu viele Fehler und ihr versteht, wie die Anleitung geht. So, hallo. Also, ich habe euch eben ja die fertige Rose gezeigt und jetzt fangen wir an, die Rose zu machen. Dafür nehmen wir ein Gummi und spannen es dreimal auf die Nadel. Dann nehmen wir ein einzelnes Gummi, nehmen es, spannen das Gummi drauf, überlappen es und das Ganze machen wir 56 Mal. Ich gehe meistens her, wenn ich so einzelne Gummis nur habe, die ich mit der Nadel aufziehe, tue die auf die Nadel draufnehmen und spanne die mir auf meinen Finger, weil ich die dann besser aufspannen kann. Allerdings sollte man achten, dass man nicht zu viele Gummis nimmt, weil die ansonsten auch abklemmen können. Und spannen ganz normal weiter. Ich habe sie jetzt allerdings auch schon abgezählt, die 56 Gummis. Von daher ist es etwas einfacher bei mir. Und sehen tun wir uns dann gleich, wenn wir die ganzen 56 aufgespannt haben. So, jetzt haben wir gleich alle aufgespannt. Kleine Anmerkung am Rande, solltet ihr hier irgendwie eine Katze rummiauen hören, das ist mein Kater. Der flitzt dann ab und an hier rum. Gegebenenfalls springt er mir auch ab und an mal auf den Tisch. Kann natürlich auch gut mal passieren. Jetzt haben wir alle 56 Gummis aufgespannt. Jetzt gehen wir her, zählen ab von oben. 1, 2, 3 und in das vierte stechen wir mit der Nadel rein, so dass wir ein Gummi komplett durchstochen haben. Nehmen ein Gummi, ziehen den wieder auf, ziehen den durch, tun wir wieder aufspannen, nehmen noch ein Gummi und ziehen den komplett durch und spannen den wieder auf. Dann gehen wir wieder her. Hier haben wir reingestochen. 1, 2, 3. Wiederum in das vierte. Und wieder mit der Nadel durch. Und wieder eins aufspannen. Und das Ganze machen wir jetzt, bis wir am Ende angekommen sind. Nehmen wir wieder ein paar Gummis direkt auf den Finger. Ist dann auch einfacher wieder für mich. Bei dem letzten Gummi ist es so, dass wir dann direkt da, wo wir den allerersten Gummi aufgespannt haben, mit der Nadel reingehen und auch wiederum durchziehen. Das ist dann das Ende. Jetzt sieht das dann so aus. Gehen wir her und wechseln die Nadel um, dass wir auf die andere Seite wieder kommen. Jetzt haben wir hier die Löcher drin und da gehen wir mit der Nadel durch das große Loch, holen uns ein Gummi raus, durchstechen das und ziehen ein Gummi durch. Entschuldigung, nein, wieder zurück. Ziehen es nicht komplett durch, sondern nehmen es einfach auf die Nadel auf. Und das Ganze machen wir dreimal. Das heißt, zweimal haben wir jetzt. Noch einmal. Dann haben wir drei. Den vierten Gummi ziehen wir durch beide durch. Dann gehen wir wiederum durch dasselbe Loch und holen uns wiederum das Gummi durch und nehmen wieder drei auf. Und das vierte tun wir wieder beide durchmachen. Und das Ganze machen wir pro Loch siebenmal. So, jetzt haben wir hier sieben Stück aufgezogen. Jetzt gehen wir zum nächsten Loch weiter vor. Durchstechen da auch wieder und tun wiederum siebenmal die Gummis dann durchziehen wie beim ersten Loch.
wenn wir dann die ersten drei aufgezogen haben, ebenso wieder das vierte komplett durch beide durch. So, nachdem wir dann beim zweiten angekommen sind, gehen wir her und ziehen in der Mitte, gehen wir dann rein, ziehen das ein bisschen auseinander und holen zwischen dem Loch, wo wir eben gerade reingestochen sind, und dem nächsten Loch, stechen wir nochmal mit der Nadel durch, nehmen uns wiederum ein Gummi, ziehen es durch, noch ein Gummi, ziehen es durch beide durch, und dann fangen wir ganz normal wieder an, durch das große Loch unsere 7 Gummis aufzuspannen. Und das Ganze geht dann bis hinten durch, und dann sehen wir uns auch wieder. Ich habe es mir jetzt auch etwas einfacher gemacht. Ich habe mir jetzt jeweils für die 7 zum Aufziehen jeweils 4 Ringe abgezogen, damit ich dann da nicht jedes Mal zählen muss. Und so geht es auch etwas schneller. So, jetzt sind wir bei dem letzten angekommen. Den spannen wir auch wieder ganz normal, also spanne ich ganz normal wieder die Gummis auf meinem Finger drauf. Da gehe ich jetzt in das komplett letzte Loch rein. Und ziehe auch ganz normal meine Gummis wieder auf, so wie auch vorher die ganze Zeit. Nachdem ich dann meinen letzten 7er aufgezogen habe, gehe ich einfach her, nehme ein Gummi und ziehe den hier oben durch und mache einen Knoten rein. Und somit habe ich jetzt die Rose fast fertig. Die wird dann einfach nur genommen und in sich gedreht. Und mit dem Gummi, das wir hier unten dann als Schluss gemacht haben, da stechen wir einfach mit der Nadel oben rein und ziehen das Gummi einfach unten durch. Komplett einmal durchziehen. Halten es auf der anderen Seite wiederum fest, gehen wiederum mit der Nadel von der anderen Seite durch. Und gucken, dass wir dann die Rose richtig fest machen, dass die nicht mehr so auseinanderklappen kann. Da können wir dann auch ruhig durch andere Blätter durchgehen. Das ist dann nicht so wild. Und das Ganze machen wir dann so lange, bis die Rose richtig fest ist. Und wenn wir dann der Meinung sind, die ist richtig fest genug, dann können wir dann auch noch hergehen. Okay, bei mir ist sie noch nicht richtig fest. So. Dann gehen wir her und befestigen den anderen Gummi, den wir zum Festziehen genommen haben, mit einem weiteren Knoten und machen den auch fest. So, dann haben wir jetzt erstmal den Rosenkopf oben. Und somit haben wir dann erstmal die eine Farbe fertig. Und können dann
anfangen mit den Blütenblättern. Und dafür brauchen wir dann das So, und jetzt machen wir die Blätter. Und dafür brauchen wir dann jeweils 41 von den grünen Ringen. Eins habe ich schon mal vorgemacht zum Zeigen. Das nehme ich allerdings jetzt auch von der Nadel ab. Nehme mir einen Ring, einen einzelnen Ring. Den spanne ich wieder dreimal drauf. Dann nehme ich jeweils zwei Ringe, nehme den, ziehe den einen Gummi drauf, nehme wiederum zwei, halte die eine mit der Hand fest, nehme den und ziehe den einen durch, den einen. Ziehe den auch drauf, gehe durch den einen durch, nehme wieder zwei Ringe und ziehe die dann durch, dass ich dann insgesamt vier Gummis hier oben drauf habe. Dann nehme ich mir meine zweite Nadel, weil jetzt müssen wir auf 6 erweitern. Nehme wiederum zwei Gummis und ziehe einmal ein Doppelgummi durch. Spanne den auf. So habe ich jetzt noch 3 Stück auf der einen Nadel und wiederum 2 auf der anderen. Nehme mir wieder zwei Gummis und nehme die beiden mittleren Gummis und ziehe die durch. Spanne den auch wieder auf die andere Nadel und dasselbe mache ich dann nochmal mit dem letzten Gummi. Jetzt verkleinere ich dann wieder, indem ich dann wiederum zwei Gummis nehme und drei, also insgesamt dann 6 Gummis dann rüberziehe, dass ich jeweils quasi drei Doppelringe auf der einen Nadel habe und 3 auf der anderen. Und die tue ich ebenso wieder mit 2 Doppelringen verknüpfen und tue die auch wieder drauf spannen. Und das Ganze mache ich jetzt, bis ich dann meine 41 Gummis dann wieder verbraucht habe und damit ist dann quasi das Blatt auch fertig, das eine. Und davon brauchen wir dann 6 Blätter. Oder wenn ihr weniger Blätter haben wollt, dann einfach weniger Gummis nehmen. Jetzt lenkt mich gerade ein bisschen mein Kater ab. Und dann wieder auf, also jedes Mal dann von 3 auf 2 verkleinern, von 2 auf 3 vergrößern. Und das Ganze habe ich dann insgesamt, als ich dreimal vergrößert habe und dann auch dreimal wieder verkleinert habe. Ich denke mal, die, so wie ich jetzt gerade das Blatt mache, das kennt ihr auch dann von Kyma. Von da habe ich nämlich auch die Blätter her. So, bei dem letzten angekommen, da gehe ich dann her, nehme wieder 2 Gummis und ziehe die durch alle 4 durch und spanne die hier oben drauf. Nehme wiederum 2 Gummis und spann die wieder durch. Und schon ist mein Blatt fertig. Und das Ganze machen wir dann, dass wir 6 Blätter haben. Oder je nachdem, wie viel ihr dran machen wollt. Der eine mag mehr Blätter, der andere weniger. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir unsere 6 Blätter. Unser Rosenkopf. Jetzt fangen wir an, für den Rosenkopf dann nochmal die
kleinen Blätter zu machen. Da tun wir auch wieder ein Gummi nehmen, spannen den dreimal drauf, nehmen zwei Gummis, ziehen die drüber, tun den wieder auffädeln, nehmen wieder zwei Gummis, fädeln den wieder auf, wieder zwei Gummis. Und das Ganze machen wir fünfmal. Und dann haben wir ein Blatt fertig. Und das Ganze brauchen wir ja viermal. Also machen wir das Ganze noch dreimal. Zwei. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Dann war es dreimal, noch einmal. Eins, zwei, drei, vier und noch einmal. So, jetzt haben wir die auch viermal. Die können wir jetzt auch auf den Stab drauf tun, wo wir unsere Blätter drauf haben. Die brauchen wir dann erst zum Schluss. Fädeln wir also auch auf. So, jetzt brauchen wir unseren Rahmen. Da gehen wir her und machen jetzt den Stiel da draus. Dann nehmen wir einzelne Gummis, gucken, dass in der Mitte frei ist, weil das hier unten jetzt gleich durchkommt. Spannen eine 8, quer auch nochmal eine 8. Dann spannen wir nochmal eine 8 senkrecht hier hoch. Nochmal eine 8 auf den gegenüberliegenden. Und jetzt fangen wir an, einfach einzelne Gummis drum zu spannen. Dann nehmen wir einfach die unteren beiden und tun die nach oben heben. Spannen dann wieder ganz normal vier Gummis drauf und das Ganze machen wir dann insgesamt 14 Runden erstmal. So, jetzt haben wir 14 Reihen gemacht und jetzt kommt das erste Blatt. Den Stiel, den kann man dann einfach so auf die Seite drücken und dann stört er auch nicht. Jetzt nehmen wir unser erstes Blatt, machen das ab und ziehen ein Gummi durch und tun das einfach ganz normal drauf spannen. Und da ist es dann egal, auf welcher Seite ihr anfangt, müsst ihr dann nur darauf achten, dass ihr bei dem nächsten Blatt, dass ihr dann da gegenüberliegend das nächste Blatt drauf macht. Und dann auch ganz normal wieder verlumen.
Da machen wir dann insgesamt 3 Reihen. Jetzt normal weiter loben. Nachdem wir das Blatt draufgezogen haben. Also es ist jetzt dann die erste Reihe. Drei. So, dann gehen wir her, nehmen das nächste Blatt, nehmen das wieder ab und ziehen wiederum ein Gummi durch und tun das gegenüber draufsetzen. Bei den Rest ganz normal die Gummis wieder drauf. Und wieder normal verlumen. Jetzt fangen wir wieder an mit der ersten Reihe. Auch ganz normal drauf setzen. So, dann verlumen wir ganz normal wieder unsere 3 Reihen. Das war jetzt die erste. Die zweite, die zweite jetzt. Der Krach war im Übrigen gerade mein Kater, der der Meinung war, er muss irgendwo drauf springen. Die dritte. Wieder verlumen. So, da sieht man dann auch schon die Blätter, wie die dann aussehen. Hängt noch alles ein bisschen schlaff runter, aber das kommt dann am Schluss. So. Jetzt kommt das nächste Blatt, das nehmen wir auch wieder ab, gehen auch ganz normal ein durchziehen, über das nächste drüber spannen, dass wir dann quasi jetzt auf die Seite rübergehen und dann ganz normal wieder die Reihen volllumen, nur halt da, wo der Gummi gespannt ist, das Blatt gespannt ist, wieder nicht. Weil da haben wir ja schon dann eins. So. Und jetzt fangen wir wieder ganz normal an mit unseren 3 Reihen. Also 1. Und immer darauf achten, dass wir dann 2 Gummis drüber spannen, also überlumen. Und die dritte. Auch wieder runterdrücken. So, jetzt nehmen wir wieder unser nächstes Blatt,
ziehen das auch wieder ab, ziehen ein Gummi durch und tun das auf die entgegengesetzte Richtung vom letzten Blatt drüber spannen. Und dann auch ganz normal wieder weiter aufspannen. Und wieder verlumen. Wieder runterdrücken. Und da zeige ich euch dann gleich was, nachdem ich die erste Runde hier fertig habe. Wieder verlumen. Dadurch, dass das ja immer nach unten dann wandert und hier dann stoppt durch die Blätter, gehen wir jetzt her und nehmen einmal ein Band ab, nehmen das Blatt, tun das drüber in die Mitte rein und spannen das ganz normal wieder auf. Und auf der anderen Seite machen wir dasselbe. Auch einfach abnehmen, das Blatt drüber spannen, drüber legen und wieder aufspannen. Und schon sind die Blätter dann aus dem Weg. So, die erste Runde haben wir ja eben schon gehabt, also kommt jetzt die zweite Runde. Und dann auch wieder normal verlumen. Die dritte Runde. Ups. Ich schieße schon wieder durch die Gegend. So, jetzt nehmen wir wieder unser Blatt auf. Ziehen wieder ein Gummi durch und tun das wieder auf die Seite spannen, wo wir das erste Blatt hatten. Und dann wieder weiter normal loomen. Wieder verloomen. Und fangen wieder an mit unseren drei Reihen. Wieder verloomen. Das war jetzt die erste Runde. Jetzt haben wir die zweite. Und die dritte. Drücken es auch wieder runter und nehmen unser letztes Blatt auf. Ziehen auch wieder ein Gummi durch. Und tun das wieder auf die entgegengesetzte Seite drauf spannen. Und dann auch wieder ganz normal die Gummis drüber und verlumen. So, jetzt machen wir auch wieder normal zum Abschluss nochmal drei Reihen. Die erste Reihe, die zweite Reihe
und die dritte Reihe. Und auch wieder verloben. Wieder runterdrücken. Jetzt nehmen wir unsere vier kleinen Blätter, spannen jeweils eins auf, ziehen ein Gummi durch und setzen das oben drauf, als würden wir es ganz normal verlumen. Nehmen das nächste Blatt, ziehen wieder ein Gummi durch, setzen das wieder auf die andere Seite, beziehungsweise dann geht das im Kreis rum, wieder ein Blatt, ziehen das auf ein Gummi auf, wieder ein Blatt, wieder auf ein Gummi aufziehen und auch aufspannen. Jetzt verlumen wir das Ganze. So, drücken das Ganze runter. Jetzt brauchen wir die Blätter von der Rose oben, brauchen wir jetzt nicht irgendwie nach unten zu legen, weil das ja jetzt der Abschluss ist. Jetzt nehmen wir die Rose, gucken, wie rum wir die, also welche Seite wir oben haben wollen. Und die untere Seite, da nehmen wir jetzt, gehen wir ganz einfach unten rein und holen uns ein paar Gummis raus und spannen die oben auf und tun die auch verlumen. Einfach dann drüber heben. Gehen wiederum unten hin. Komm mal ein bisschen näher, dann sieht man es besser. Gehen wir wieder unten hin, nehmen uns wieder ein paar Gummis. Am besten aber nicht von einem Blatt direkt, was etwas lose hängt. Spannen die wieder auf. Da ist es dann auch egal, ob ihr dann zwei oder drei Gummis dann habt. Und verlumt das Ganze ebenso wieder. Dann dreht ihr das Ganze und tut wieder von unten ein paar Gummis nehmen und tut die aufspannen. Und da ist es eigentlich auch ganz gut, wenn ihr direkt irgendwie aus der Mitte welche rausholt. Umso fester sitzt die dann. Und schön aufpassen, dass die Gummis von der Rose nicht irgendwie wieder abrutschen. Und bei dem letzten macht ihr das genauso. Auch drüber und verlumen. So, und jetzt geht ihr ganz einfach her. Nehmt noch ein rosa, nehmt zwar am besten zwei von, also von eurer Rosenfarbe. Nehmt die und geht durch und holt die dann raus und zieht die ab. Aber haltet die eine Seite, haltet ihr fest und die zieht ihr dann ganz einfach wieder unten durch. Und schön die eine Seite festhalten, dass die nicht rausrutscht. Und wieder durchziehen. Und da macht ihr, wenn ihr zwei Stück abgelumt habt, verknotet ihr die, dass die dann festsitzen und zieht die fest. Und auf der anderen Seite macht ihr dasselbe. Das ist etwas schwieriger, weil die Rose ja direkt drauf setzt. Sollte das so nicht hinhauen, dass ihr das so ablumt,
beziehungsweise durchgelumpt kriegt, geht ihr einfach her und zieht die eine ab, aber achtet drauf, dass die andere auf der anderen Seite drauf bleibt und zieht die, dann, die Gummis dann durch. Und auch wieder schön festhalten, nicht dass sie euch aus der Hand rutscht. Und aufpassen, dass ihr keinen Knoten in die Finger kriegt. So, jetzt könnt ihr da genauso durchgehen. Und dann auch verknoten. Sollte ein Gummi reißen, ist nicht wild, weil ihr habt ja zwei genommen. Dann geht ihr einfach her und zieht nochmal einen dann neu durch. Und verknotet den halt einzeln. So. So. Jetzt ist die Rose jetzt erstmal fest. Jetzt geht ihr einfach her und geht von oben in die Rose rein, in die Rosenblätter und holt die Gummis einfach nach oben durch. Aber zieht nicht zu straff, dass die einfach hier oben irgendwie dann verknotet sind und mitten in der Rose verschwinden dann quasi. Der anderen Seite genauso. So. Und schon sieht man die nicht mehr. So, jetzt habe ich ja am Anfang euch noch den Spieß gezeigt. Den nehmt ihr mit der Spitzenseite nach unten. Und tut den von unten, tut ihr den einfach in den Stiel reinführen und zieht den durch. Bis er dann oben angekommen ist. Und da könnt ihr den dann auch noch in den Rosenkopf noch ein bisschen mit reinstecken. Nur darauf achten, dass der hier oben nicht mehr mit rauskommt. Jetzt habt ihr es so und dann einfach nach unten ziehen. Und schon ist eure Rose fertig. Und wenn ihr die Blätter dann nach oben hängen haben wollt, geht ihr einfach her mit ein bisschen Draht und tut ihn noch ein bisschen nach oben binden. Tschüss, bis zum nächsten Mal.